der wichtigsten Elemente oder eigentlich das wichtigste Element von dem, was wir zurzeit erleben, ist Angst. Da fragt man sich eigentlich immer, warum haben die Menschen so viel Angst oder vor was haben sie eigentlich Angst? Sie haben Angst davor, krank zu werden, sie haben Angst davor zu leiden, sie haben Angst davor, Schmerzen zu haben, verlassen zu werden und zu sterben. Jetzt ist aber so, dass eigentlich das Sterben das Einzige ist, was man im Leben überhaupt nicht vermeiden kann. Früher oder später passiert es jedem. Im Grunde könnte man sagen, man lebt eigentlich nur, weil man irgendwann stirbt. Wenn niemand sterben täte, gäbe es auch kein Leben, weil man den Unterschied nicht bemerken würde. Manchmal kommt es mir so vor, als würden die Leute den Unterschied nicht mehr bemerken. Die führen ein Leben, in dem es scheinbar immer weitergeht und in dem scheinbar das, was man eigentlich vom Leben erwartet oder was eigentlich das Leben ausmachen soll, immer irgendwann später kommt. Da baut man dafür vor. Also man legt Vorräte an, man strengt sich an, damit man jetzt was aushält und später wird man dann belohnt, da kommt dann das Leben. Das hat sich inzwischen so verselbstständigt, dass es den Augenblick, in dem man jetzt lebt, anscheinend überhaupt nicht mehr gibt. Es gibt immer nur noch das, was später mal kommt, wofür man sich vorbereitet und worauf man hofft dann irgendwann. Also es wird alles immer besser, meint man, aber erst später. Derweil wird hier auf der Welt und im Leben alles immer schlechter. Man ruiniert die Landschaften, man baut fürchterliche Städte, hässliche Häuser. Man vertreibt sich den Alltag damit, dass man an den schlimmsten Orten der Welt herumsitzt und Tätigkeiten ausführt, die überhaupt keinen Sinn haben. Man nimmt die Welt irgendwie überhaupt nicht wahr. Man nimmt gar nicht wahr, was passiert. Man sieht nicht, was schön ist in der Welt. Man sieht aber auch nicht, was hässlich wird, dadurch, dass man so lebt. Und die ganze Zeit denkt man daran, später irgendwann wird es dann aber gut. So plötzlich irgendwie. Weil man sich ja lang genug angestrengt hat und weil man das alles ausgehalten hat. Aber was später kommt, ist dann eigentlich nur noch eben das Sterben. Und das ist eine fürchterliche Enttäuschung, nehme ich an, dass man merkt, man hat das alles ausgehalten und durchgestanden und dann kommt nichts mehr, dann ist es plötzlich vorbei und dann hat man vielleicht Angst davor, dass man dann dasteht und sagt, Scheiße, da war ja das Leben und ich hätte was draus machen können, aber das habe ich nicht getan, weil ich immer gedacht habe, später mal. Vielleicht kommt man dann sogar auf den Gedanken, ein einziger Augenblick, in dem es schön ist, ist eigentlich schon das Leben. Und eigentlich ist das auch der natürliche Weg, dass man halt in einem Augenblick jetzt die Welt erfährt und Teil davon ist und das erlebt, was schön ist und was wichtig ist. Und dann ist es vielleicht im Leben auch so, wie es dann an einem Tag ist. Wenn man viele schöne Sachen erlebt hat, dann wird man abends einfach müde. Dann kriegt man einen Muskelkater, dann tun einem die Knochen weh und man ist so überfüllt mit Bildern, die man langsam ordnet, während man müde wird und irgendwann schläft man dann ein. Mir hat mal ein Freund gesagt, der sehr schwer krank ist. Ich habe ihn gefragt, wie es ihm so geht. Und er hat gesagt, mei Michi, das Sterben muss was Wunderschönes sein, weil sonst hätten es nicht so viele Leute tun. Ja, aber jetzt war ich bei der Angst. Warum haben die Menschen davor so Angst, wo es doch unvermeidlich ist? Das ist im Grunde ja so, wie wenn man abends oder am Nachmittag Angst kriegt, dass jetzt dann die Sonne untergeht. Die wird es auf jeden Fall tun. Ich glaube, die Angst kommt daher, wenn jetzt zum Beispiel ein schöner Tag ist und die Sonne scheint und man hat nichts davon. Man sitzt den ganzen Tag in einem Betonklotz und macht irgendwas und schaut vielleicht, wenn man kann, beim Fenster raus und sieht da die Sonne und dann hat man Angst davor, dass sie untergeht und dass man wieder nichts davon gehabt hat. Wobei das wieder natürlich jetzt mit dem Leben nicht vergleichbar ist, weil das Leben ist nicht wieder, sondern ist halt nur einmal. Aber so ist eigentlich auch jeder schöne Tag nur ein einziges Mal da. Und wenn man nichts draus macht, wenn man sich davor versteckt und die Zeit damit verbringt, irgendwas zu tun, was einem angeblich die Sicherheit bietet, dann den nächsten Tag vielleicht oder irgendeinen anderen Tag genießen zu können, dann kriegt man Angst, weil es könnte ja der letzte Tag sein. Und wie gesagt, jeder Tag ist anders. Am nächsten Tag regnet es vielleicht, das hat auch seine schönen Seiten. Aber der eine Tag, den man da verschwendet hat, der kommt sicher nicht wieder.
Ja, das kann schon Angst machen dann, weil dann wird es irgendwann dunkel und dann ist die Angst vielleicht übergegangen in so eine Art Reue und dann nimmt man sich vor, irgendwann mache ich das anders. Ja, irgendwann. Das ist vielleicht der falsche Gedanke. Jetzt muss man es machen. Vielleicht geht dann auch die Angst weg. Aber es fängt eigentlich schon relativ früh im Leben an, weil Kinder kann man zum Beispiel sehr leicht Angst machen. Da muss man nur sagen, pass auf, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann kommt der schwarze Mann und solche Geschichten. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, wenn du nicht brav bist, dann wirst du bestraft und so weiter. Man kann ihnen schlimme Dinge an die Wand malen und so begleitet einen das dann durchs ganze Leben. Wenn man sich nicht an das hält, was man machen muss, dann passiert was ganz Schlimmes und da muss man vielleicht sogar sterben. Ja, das muss man sowieso. Da machen wir lieber jetzt was draus. Die Angst steht eigentlich immer der Hoffnung entgegen oder gegenüber. Das heißt, man kann nicht hoffen, solange man Angst hat. Oder je mehr Angst man hat, desto weniger Hoffnung hat man. Und Angst hat immer damit zu tun, dass man was zu verlieren hat. Es führt dann zu dem paradoxen Vorgang, dass man Sicherheit sucht, indem man immer mehr anrafft. Weil man denkt, es vertreibt die Angst, wenn man Sicherheit hat. Und Sicherheit besteht immer darin, dass man zum Beispiel jetzt genug zu essen zu Hause hat, dass man vor Angriffen sicher ist, indem man Mauern baut und sich bewaffnet. Und diese ganze Sicherheit kommt aber nur aus der Angst. Und der steht, wie gesagt, eigentlich die Hoffnung entgegen. Je mehr man zu verlieren hat, desto mehr hat man dann Angst. Dann kann man sich natürlich heute in der Welt umschauen und sagen, ja, was hättest du denn da jetzt eigentlich noch zu verlieren? Schau dir mal die Scheiße an, die wir angerichtet haben in unserem dauernden panischen Streben nach Sicherheit und nach. Man denkt, es wird immer sicherer, je weiter alles wächst und je mehr es wird. Und eigentlich ist das doch kompletter Blödsinn. Weil je mehr man hat, je mehr man zu verlieren hat, desto mehr Angst hat man. Und je weniger noch zu verlieren bleibt, desto mehr hat man vielleicht Hoffnung. Ja, da könnte man sich eigentlich die Welt heute wirklich anschauen und sagen, jetzt wecken wir mal die Hoffnung auf. Weil es ist ja eigentlich kaum noch was da, wo man jetzt sagen könnte, ah, wie wir das verlieren. Also so Betonsilos, falsche Arbeit, schlechte Filme, Lärm, giftige Luft, verpestetes Wasser, alles irgendwie kaputte Natur. Und das soll uns so viel wert sein, dass wir Angst davor haben, das zu verlieren. Ich meine, natürlich ist immer die Frage, das Problem steht immer im Raum. Wenn man hergeht und sagt, jetzt hauen wir dieses Regime, dieses System, in dem wir jetzt leben und das offensichtlich völlig unerträglich ist, das haben wir jetzt zum Teufel. Ja, was dann? Wer garantiert uns, dass es dann nicht noch schlimmer wird? Dass wir dann kein Netflix mehr haben und auch kein McDonald's, kein Fastfood mehr, keine Sportberichterstattung, kein Arbeitsplatz, kein Auto. Ja, was dann? Also es könnte ja alles noch viel schlimmer werden. Freilich, wenn man meint, dass es schlimm wäre, das zu verlieren, dann könnte es noch schlimmer werden. Es könnte aber auch besser werden. Und wenn man erst einmal an den Punkt gelangt, wo man sagt, ich habe keine Angst davor, das hier zu verlieren, weil es gar nicht wert ist, dass man es behält, dann kommt vielleicht wieder ein bisschen mehr Hoffnung. Und dann sagt man vielleicht, naja, wenn wir jetzt was ändern, kann es natürlich in die Hose gehen. Es kann aber auch schön werden. Vielleicht.